Es gibt so viel Irrglaube und Fehlinformationen, was das Thema Augen und Drogen angeht, dass es endlich Zeit wird, einige Mythen, die es da gibt, aufzudecken. Bei welchen Drogen werden die Augen groß, bei welchen klein, bei welchen rot und bei welchen silber? Das werde ich jetzt aufzählen, doch davor noch die viel wichtigere Information. Nicht jeder reagiert notwendigerweise so auf diese Drogen, vor allem bei bestimmten Lichtverhältnissen. Unter fast jedem Trip-Video von mir gibt es irgendwelche Schlauberger, die meinen, das sei gefaked, weil ja meine Augen ihrer Meinung nach ganz anders aussehen müssten. Wenn es wirklich fake wäre, würde ich einfach, damit ich wirklich jeden überzeuge, meine Pupillen größer machen, weil ich meine Pupillengröße easy steuern kann. Es gibt jetzt keine Studie, die das belegt, aber meiner Einschätzung nach sind die Lichtverhältnisse nach wie vor mindestens genauso entscheidend für die Pupillengröße wie die Drogenwirkung, wenn nicht sogar entscheidender. Ich habe noch so gut wie keine Tripaufnahmen auf YouTube gesehen, bei der der Drogenkonsument bei Aufnahmen im Freien große Pupillen hat. Ja, die sind alle fake. Auch bei Videos, welche drinnen gefilmt sind, sind oftmals keine besonders großen Pupillen zu beobachten. Und liebe Eltern und Polizei, genauso wenig stimmt es natürlich, dass große Pupillen immer gleich ein Anzeichen für Drogenkonsum sind. Genau wie mir oft aufgrund meiner Augen der Drogenkonsum zu Unrecht aberkannt wurde, meinten Leute sehr oft aufgrund meiner Augen erkennen zu können, dass ich berauscht war, obwohl ich es nicht war. Zu denen gehöre ich jetzt nicht, aber es gibt Leute, die fast immer Riesenteller haben. Gehört wer von euch zu diesen? Falls ja, wie oft werdet ihr nüchtern des Drogenkonsums beschuldigt? Sorry, dass ich jetzt einfach so frage, aber deine Augen sehen irgendwie so komisch aus. Kann es sein, dass du irgendwie auf Drogen bist? Nein, ich bin nur Chinese. Oh Mann. Okay, kommen wir nun zu den spezifischen Drogen. Am meisten Falschinformationen kursieren hier über die Droge Cannabis. Ein Irrglaube ist, dass die Pupillen auf Weed größer werden. Die einzige Studie, die ich dazu gefunden habe, berichtet aber, dass die Pupillen auf Gras kleiner werden. Diese Studie hat aber nur 10 Teilnehmer, weshalb ich die Ergebnisse für nicht besonders aussagekräftig einschätze. Es gibt da so viele widersprüchliche Berichte, dass es meiner Einschätzung nach keinen klaren Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Pupillengröße gibt. Einen klaren Zusammenhang gibt es aber zu roten Augen. THC senkt den Blutdruck, dies erweitert die Gefäße und sorgt für eine stärkere Durchblutung. Also werden die Arterien in den Augen erweitert und das Blut zirkuliert sichtbarer. Weed kann die Augen aber auch glasig oder träge machen. In meinem Fall werden die Augen aber bei Weed in den seltensten Fällen rot, höchstens ein bisschen glasig oder träge. Könnte aber daran liegen, dass ich Weed ausschließlich mit einem Vaporizer konsumiere. Es liegt nahe, dass meine Augen bei Rauch eher rot werden würden, da Rauch im Allgemeinen rote Augen erzeugen kann. Welche Drogen machen die Augen in der Regel größer? Vor allem oppermäßige, amphetaminartige Drogen wie Speed, Kokain, MDMA, Methamphetamin. Bei diesen Drogen sind die Augen auch oft weit auf. Wenn ihr zu viel von solchen Drogen nehmt, verursacht das häufig Augenrollen. Falls ihr jemanden seht, der das hat, achtet besonders auf ihn, falls er aufgrund der Überdosis umkippt. Das Umfallen wollt ihr auf keinen Fall verpassen, außer so Slapstick ist nicht eure Art von Humor. Ne, ernsthaft, passt auf solche Leute besonders auf und kümmert euch um sie. Auf MDMA werden meine Pupillen definitiv riesig, aber nicht durch den ganzen Trip durch und auch nicht, wenn es sehr hell ist. Es gibt einige Fotos von mir, wo ich die Wirkung von MDMA eindeutig spüre, aber ich keine riesigen Pupillen habe. Bei den meisten psychedelischen Sachen wie LSD, Pilzen, DMT neigen die Pupillen ebenfalls dazu, größer zu werden. Aber meiner Einschätzung nach nicht so sehr wie bei Drogen wie MDMA. Opiate und Opioide wie Heroin, Codein, Tramadol, Tilidin, Morphin neigen hingegen dazu, die Pupillen zu verkleinern. Fun Fact, in dem Drogenfilm Requiem for a Dream wird das leider komplett falsch rum dargestellt. Wenn ein Film mit einem Budget von 4,5 Millionen Budget das falsch darstellt, scheint der Irrglaube, dass bei Heroin die Pupillen größer werden, weit verbreitet zu sein. Bei Alkohol verändern sich die Pupillen in der Regel nicht, aber die Augen können rot, träge, glasig oder trocken werden. Was die meisten Drogen gemeinsam haben, ist eine verzögerte Pupillenreaktion. Viele kennen es ja von der Polizei, die leuchten einen ja unverschämterweise oft mit ihrem Licht bei Verkehrskontrollen in die Augen, um zu schauen, ob sich die Pupillen bei Licht deutlich langsamer oder gar nicht verändern.
Eine Ausnahme sind hier zum Beispiel Halluzinogene, also fahrt nur auf LSD-Auto. Ich fahre auf LSD-Auto. Nein, du holst gerade auf LSD zwei Typen einen runter. Oh. Warum zwei Typen einen runter und nicht zwei Typen zwei runter? Egal ob Pupillen durch Drogen groß oder klein, kann diese Information hilfreich für uns sein. Ja, wenn Drogen, die die Pupillen größer machen, an helleren Orten konsumiert werden, kann es sinnvoll sein, eine Brille aufzusetzen, damit die Augen nicht zu Schaden kommen. Die Auswirkungen von Drogen auf die Augen können aber auch andere Gefahren bergen. Man vermutet zum Beispiel, dass Kokain das Risiko auf Glaukom erhöht und wer weiß, was noch alles in diese Richtung rauskommen wird. Die Droge Cannabis hat aber im Gegensatz dazu einen positiven Effekt auf Glaukom. Ansonsten hat Weiß dazu noch einen ganz netten Artikel mit Beispielfotos. Schreibt mal in die Kommentare, wie eure Augen so auf Drogen reagieren. Würde mich echt mal interessieren, wie viele von euch beim Kiffen wirklich rote Augen bekommen oder ob es vielleicht sogar wen von euch gibt, der auf MDMA völlig normal aussehende Augen hat. Ursprünglich wollte ich heute ein Video dazu machen, dass ich finde, dass MDMA und Cannabis leider immer mehr verherrlicht und verharmlost werden, aber das Skript dazu wurde nie länger als 5 Zeilen, also hier trotzdem die Message. MDMA und Cannabis sind auch gefährliche Drogen. Nehmt das nicht so auf die leichte Schulter und denkt, dass euch da nichts passieren kann. Folgt mir auf Steam mit und wenn ihr es noch meint habt, dann auch ein Open Mind 3000. Gebt diesem Video 5 Sterne und abonniert diesen Kanal.